bisschen. 27, du bist ein Wort. Hallo und herzlich willkommen bei Tizi. Und wir kommen heute zu einer 10 Millionen SBB um. Timo, was ist es? Der Fußballgott. Der Fußballgott? Aus der Pfalz. Wie heißt er, der gute Mann? Sprech ihn aus. Terence Boyd. Sehr schön gesagt. Heißt der gute Mann. Hat aktuell FCK ein bisschen im Rucksack. Sagst du, die steigen auf? Ja. Steigen auch. Okay. Ja. Schreibt mal drunter, was ihr denkt. Packt der FCK oder packt das nicht? Lasst ihr auf jeden Fall ein Däumchen nach oben, da wird viel Däumen nach oben. Ganz kurz für alle, die FCK nicht mehr kennen. Ja. Aktuell Mannschaft aus der dritten Liga. Sehr, sehr geiler Traditionsverein. Die packen das. Und für Terence Boyd 25.000 Likes. Und weil es teuer wird. 25.000 Likes. Weil es teuer wird, haben wir uns in eher Gameplay-schwächeren Gegner eingeladen. Das ist der gute Danny. Prunes, was geht ab? Hey, was geht ab? Prunes ist auch am Start. Ich habe auf jeden Fall Bock. Boyd-Karte sieht zu krass aus. 56 Tempo, 80 Schuss, selten so eine Karte gespielt. Ja, aber nicht, dass Hamburg jetzt kommt und will ihn verpflichten für die zweite Liga. Das würde ich gar nicht fühlen, ne? Für die erste. Wär ja auch Quatsch, ne? Weil ganz ehrlich, wenn er dann dahin wechselt, FCK wird ja... Kann er ja auch gegen Hamburg spielen. Ja, und wird ja auch besser stehen wie Hamburg dann nächste Saison, wenn sie aufsteigen, oder? Schwierig. Direkter Aufstieg, Timo, wo ist dein FCK-Blut? Champions League in 2 Jahre! Ja, Freunde, ja. Wir haben mal mit guten Danny auch eine Folge aufgenommen, war aber Discard. Quiz, könnt ihr aber abchecken. Sehr, sehr geiles Format. Ja, kam glaube ich schon etwas früher. Lasst immer ein bisschen Liebe da bei dem guten Mann. Und dann würde ich auch einfach sagen, es kann teuer werden. Wir spielen die 4-3-3. Der gute Danny spielt 4-3-1-2. Wir haben aufgeschrieben und halten einfach mal direkt hier rein, oder? Ja, dadurch, dass ja jeder seine 5 Millionen erreichen muss, habe ich direkt tief in die Tasche gegriffen. Wahrscheinlich habt ihr auch eine teure Icon aufgeschrieben. Ich hoffe, ihr habt nicht Puskás aufgeschrieben, weil der rennt vorne rum bei mir. Und im ZOM, ich sag euch ehrlich, ich habe noch nie einen Silber in Form gespielt in dem FIFA, deswegen gönne ich mir das jetzt. Tankulic, der spielt auch in der dritten Liga bei Meppen. Den Link gönne ich mir. Wie schreibt man den, Bruder? Ach du Scheiße. T-A-N-K-U-L-I-C. T-A-N-K-U-L-I-C. Da ist er. Tankulic. What the fuck? Das sieht gut aus, mein Bruder. Weiß nicht, ich hab Bock, mal so eine Silberkarte zu testen. Ich dachte, das bietet sich heute an, wenn wir schon in der dritten Liga sind. Ja, gegen uns kann man es machen, ne? Okay, wir haben. Ja, ich hab auch Puskás da. Wenn er spielt. Toner hat man natürlich für vorne, ne? Dann halten sie rein, ihr Board. Bei uns Ölf, Ölf? Ich würde sagen, ich fange mal hier mit Ölf an. Da haben wir... Ist der gute Mann, ist er auch da? Nee, das ist der falsche. Wir haben den große Bruder. Oh. Vom Garincha haben wir da stehen. Nein, ich habe überlegt, Best oder Garincha. Achso, was man noch erwähnen muss, man darf 2 Icons heute, weil es sonst zu schwer war, mit dem Team zu bauen. Stimmt, Und man schwierig auf 5 Millionen kommt. Ja, genau. Und links haben wir, könntest du vielleicht haben, Pulisic. Ja, also gut, der ist jetzt mehr als offensichtlich. Ja, den könnt ihr schon mal rausziehen. Boah, scheiße. Was soll denn da hin? Ja, da auf Flügel? Ja, doch, mach Keeper einfach. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas erwarte. Was sau dumm, ne? Was sau dumm. Das ist wieder gut gebaut, weil ich finde wieder im anderen Boot, ne? Ja, super. Ja, Digga, ist nicht so einfach, deinen komischen Kollegen da vorne durchzubekommen. Der komisch. Dein Boy, deine Maschine. Ja. Okay, dann 3er Mittelfeld. Dann würde ich sagen, halt du doch mal rein, komm. Jo, mal gucken. So, ein richtiger reicht schon. Wäre gut, wenn wir jetzt keinen mehr hier rausmachen müssten aus dem Team. Das wäre sehr gut. Mach erstmal Dream Squad hier raus. So, wir spielen rechts Bellingham. In der Mitte, wo steht der gute Mann? Steht ein Rüllet. Und ja. Links steht... Ich hab ein schlechtes Gefühl. Ich auch. Pogba! Paul! Nehmt kein Tee. Hey, okay, könnt alle behalten, keiner richtig. Wow. Wichtig. Also ich hab nur gesagt, Pogba schreibt irgendwie keiner auf. Ne? Wichtig. Pogba okay, schreibt alle leider echt nicht auf. Ja, ich bin gespannt. Ich gehe nämlich in eine starke Liga. Vielleicht ein bisschen offensichtlich, weil man die oft benutzt. Das ist nämlich die MLS. Wir haben Hani Mukhtar im mittleren ZM. Im rechten ZM, den können wir jetzt echt vielleicht haben. Dempsey, seine neue Hero-Captain-Karte. Und linke ZM gehen wir mit Toni Kroos, Food Birthday. Geisteskranke Karte. Und da geht ein Torwart hin. Weil Kroos! Ja. Digga, wir hatten Dempsey gar nicht mal auf dem Schirm, weil wir den vorne schon hatten. Ja. Scheiße. Wir haben aufgeschrieben, Kroos, Wirtz und Pirlo. Und wen hast du in der Mitte stehen? Hani Mukhtar. Ja, der hat doch, Mukhtar, der hat doch diese SBC-Karte da. Die habe ich extra für das Video jetzt abgeschlossen. Die ist echt auch stabil eigentlich. Okay, wir halten zuerst rein, die Außenverteidiger. Wir sind gespannt. Linksverteidiger ein bisschen kritisch. Der beste Deutsche, glaube ich, Günther. Rechtsverteidiger, da kommt jetzt meine zweite Icon. Es ist Carlos Alberto. Links ist Günther, ne? Ja, ich hab, ja, alles gut. Das ist er, Carlos Alberto. Ja, Mann. Okay, also ich hab keinen, oder? Ja. Nee. Okay, wir haben aufgeschrieben, Marcelo und den Juan. Scheiße.
Nein, so Ruan habe ich auch, aber ich dachte, der wäre zu offensichtlich. Sehr gut. Scheiße. Dest wäre sogar noch hart gekommen als Rechtsverteidiger, aber da war ich mir auch unsicher. Ja, Dest, wir hatten beide auf dem Schirm, ne? Das war so 50-50. Okay, okay, Meister, aber du hast, da hinten brauchst du halt noch ein paar Links, ne? Sind wir uns einig? Einen Deutschen brauche ich da hinten mehr nicht. Gut, wir spielen. Na hast gut, du drin? Ein Deutscher braucht dann. Okay, alles klar. Ja, das sieht man doch, Mann. Davanier steht bei uns rechts. Und links steht, wo ist er? Ah, okay, wir müssen hier umstellen. Der gute Kollege ist LAV, Luke Shaw. Ah, das ist so eklig, Mann. Ja, jedes Telles, Mal. Hä? Nein, Dinier. Jedes Mal schreibe ich Dinier und jedes Mal ist es Shaw. Nächstes Mal schreibe ich Shaw aus Prinzip und dann ist es Dinier. Ach, Mann. Ja, nee, wir auch beide. Tavanier ist sehr, sehr anders. Also das ist ein sehr guter Spieler dort. Mit der Liga kommt man nicht drauf und der ist sogar krass, also sehr gut gebaut. Danke, danke, danke. Okay, gut, dann die letzten drei. Hoffentlich kommen sie da auch noch drauf bei uns. Ja, das ist was, das ist wie verhext hier. Haben's aber. Komm, wir halten rein, ich bin nervös. Ja. Okay, also ihr habt echt richtig lange gebraucht. Ich weiß nicht, was ihr da gesucht und gemacht habt. Also, ich habe darauf spekuliert, dass ihr Rüdiger Christensen, Mondi oder so aufgeschrieben habt. Und ich habe es einfach ganz simpel gemacht mit der Bundesliga, mit Klostermann, Hummels und Neuer gegangen. Collins. Trapp und Klostermann. Wir haben uns schon gedacht, dass du hier so uns ein Ei legen willst, Digga. Hätte ja klappen können. Richtig, aber schade, dass wir unseren Scheiße, Torwart schon aufgegeben haben, ne? Halt wirklich ein Neuer, ne? Scheiße. Ja, gut, aber Neuer, sowas ist. Neuer. Wenn jetzt schreiben wir Neuer auf, wenn nimmt Trapp und sagen wir, fuck, den wollten wir aufschreiben. Ist immer so. Also ich sag's ehrlich, wir sind richtig eklig, dreckig. Auch so ein Bitch-Move. Wir haben auch so ein Bitch-Move gemacht. Kann man so offen und ehrlich drüber sprechen? Wir sind einfach mit Smalling links gegangen, rechts mit Mings und ein Tor mit Pickford müsste es sein. Da unten sitzt er schon, ja. Pickford, was ist das für eine Karte? Ach nein, oder? Informkarte. Nee, also wirklich, ich weiß nicht mal, wo der gerade spielt, deswegen frage ich. Ehrlich jetzt? Ja, Pickford habe ich gar nicht auf dem Schirm, aber Smalling und Mings können weg. Was? Ja, harter Bitch-Move, ja. Die waren sehr undercover. Smalling, Mink, Sirigu habe ich. Ich habe überlegt, ob ihr vielleicht Smalling, Chiellini, Sirigu baut. Oder ob können da, ne? Ich dachte, entweder Smalling, Chiellini, Sirigu oder Minks, Stones, Ederson, irgendwie sowas. Deswegen habe ich so einen Mix aufgeschrieben. Und ihr hattet einfach beide aus dem Mix. Also das, damit habe ich nicht gerechnet. Wir hätten alles nehmen können. Wir hätten andere Ligen. Ja, ja, ich weiß nicht. Glück gehabt, würde ich sagen. Was? What the fuck? Yes. Meine Fresse. Drei Bronzemändeln da drin, Digga. Und deshalb noch gegen einen Pro Owner. Also wurde schon viel erraten. Komm, Jungs! Fusch, komm nu! Terrence Boyd macht vorne paar, oder? Er macht schon direkt Präsenz beim Anstoß. Die Hupe. Boah, Hupe. Er schickt schon den Boyd und er macht es so gut bei ihm. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Wer klingelt denn da jetzt, wo ich gerade vorgeführt werde? Gut. Dankulic! Alter. Dritte Liga OP. Scheiße, das gibt was da hinten, ne? Und schon wieder bei die Hupe. Oh Gott! Hey! Was ist das denn? Mit Treten sogar. Was soll ich machen? Dass du den weggeholst. Geh nur auf die Knoche! Komm, Junge. Sehr gut. Timo, wir gehen baden, ne? Ach du Scheiße. Wir gehen richtig baden. Boit. Das ist unmöglich. Er hat gerade dich gehopst und dein Torhüter gehopst. Das ist unmöglich. Ich sehe nur Langholzschlage. Oh ja. Nein. Ja! Ich hab's ihm gegönnt, den Boyd. Ich hab's ihm gegönnt. T-Rex Boyd. Der macht Arbeit, der Mann. Dempsey, komm. Den Boyd muss er zumachen, das ist gefährlich. Ich sehe den Torschütze. Oh, richtig, was eine geile Grätsche. Oh. Och nein, dann verkacke ich es. Boyd, guter Abschluss hat er ja, ne? Ja, manchmal. Ja, bei dir hat er den. Ich spreche auseinander. Immer minder. Ich spreche auseinander. Wow. Ich spreche auseinander. Ach scheiße, in Bellingham rennt er ja auch noch rum. Ui. Timau. Nein, doch. Wow. Timau. Ich spreche auseinander. Wäre nicht sinnvoller gewesen, wenn Terrence Boyd drin, ja? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Richtig, ja, richtig, 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 richtig. Und jetzt das nächste Ziel, noch ein Tor. Noch ein Tor, das nächste Ziel. Kleine Ziele, Timo. Nee, der nicht. Digga, fuck. Ja!
Das ist unverdient gerade. Genau. 7-2. Ich habe richtig Probleme. Wie viel hast du gekriegt? Nur oder drei. Gehen die alle auf mein Konto? Nur 3. Komm schon. Puh, die können doch da hinten gar nichts. Die können doch original gar nichts da hinten, ne? Nein. Wie viel hast du gekriegt? Ich bin aktuell bei dem Punkt. Ich war nie mit drin. Ah, der geht noch, komm. Pack's, Alter, Ziele setzen. Mach zu Ende den Lachs hier. Hey! Ich hätte aufgeholt, das Ding. GG. War nichts möglich. Null. War nichts möglich. Wir wurden komplett vorgeführt. 4 Tore, Boyd. Ist fast wie bei Fatal so damals. Wie viele Picks hat er? 6? Wir stellen um, ja. So, wir haben umgestellt. 6 Stück. Oder Garincha, stimmt, den gab's auch noch. Das einen ist von denen würden wir doch jetzt haben. Ja. Okay. Ich nehme als erstes... Ja, steht nie was Gutes, aber komm, wir nehmen den Keeper, weil wer weiß. Dann Rechtsverteidiger, rechter Innenverteidiger, linker Innenverteidiger, Linksverteidiger. Ja, also damit haben wir die 5 hinten schon mal alle. Jetzt gucken wir beim restlichen Team nochmal nach einem. Ich nehme noch den linken ZM. Ja! Ja! Ich bin ein Mörder! Oh mein Gott! Ich bin so ein Mörder! Wie geht es? Digga, ganz ehrlich, wenn da keiner reinschreit, dass es ein gescriptet ist, wie funktioniert das? Wie geht das? Digga, Danny, er hat die besten Spieler. Rüllitschand Ölöf, Bellingham ST, Garincha Ölöf und dann war da noch ein Pogba, da stand ZM und der Rest war nur Scheiße. Du hast Boyd, okay, Boyd ist keine Scheiße, Mengi, Tavernier, Pickford und Shaw getroffen und noch ein anderer Bronzemann. Das Ganze alle. Die Hupe. Einfach 50k Discard oder so bei 6 Picks. Was? Ja, also hier ist was voll. Schreibt mal alle Fake in die Kommentare, hier ist was voll. Guck dir das an, was er geholt hat, Maggie. Also ganz ehrlich, ich hab beim Quiz eh schon gut geblutet, also mich stört das jetzt ach nicht. Ach so, oder? Jetzt so oder was? Ich kenn die alle, kann ich so, oder? Ja, kannst du schnell das gerade machen. Oh, ganz ehrlich, mit dir immer gern auf. Danny, hast du nächste Woche wieder Zeit? Oh, krass. Digga, ich glaub dir keinen Schwanz, ne? Es glaubt dir keiner. Es hätte auch einfach passieren können, dass sich alle Stürmer nehmen, aber alles läuft einfach so. Krass. Scheiße, wie geisteskrank. Das glaubt dir wirklich keiner, ne? Ja, siehst du, in den Kommentaren schreiben die immer, Verteidigung ist immer was Gutes. Nimm Verteidiger. Dann nimmt man einmal Verteidiger und läuft es so. Hätte ich niemals gedacht. Ich wollte dir eine Ohrfeige geben, weil du dir alle da vorstellst. Guck mal, da vorne stehen so lachend, guck mal. Ganz ehrlich, was hab ich gesagt? So, mach mal zu Danny. So, ich streck dir die Zunge raus. Scheiße! Alter, mit was für blaue Auge davon gekommen? War das eine Aufnahme? Unfassbar! Du hast deinen Kopf aus dem Sand wieder rausgezogen, ne? Ich hab zwar viele gekriegt, aber ich war da. Ich war da, wenn's wichtig war. Freunde, wir sind raus. Checkt die Folge bei Danny raus. Schreibt irgendwas drunter, ist egal. Wir sind immer nur noch glücklich. Ist glücklich. Danny hat letzten Mal überhaupt Abfahrt. Ja, war sehr wild. GG, Leute. Macht's gut. Nächste Woche dein nächstes Video, ne? Haut rein. Ciao.